Wir haben jetzt nach langer Zeit endlich mal wieder ein neues Video für euch und wollten mal zwei Fahrzeuge aus dem Sonderfahrzeugbau vorstellen. Also wir haben zwei Fahrzeuge extra umgebaut für Kunden. Bei dem Fahrzeug ging es jetzt darum, das Problem zu lösen, dass wir einen Kunden haben, der nicht mehr das Fahrzeug mit den Füßen bedienen kann, trotzdem aber im Betrieb noch mobil sein möchte. Und somit haben wir das Fahrzeug dann auf eine Handschaltung umgebaut. Dadurch kann die Person sich aus dem Rollstuhl ins Fahrzeug setzen, die Füße beiseite packen und das ganze Fahrzeug dann mit der Hand bedienen. So, jetzt wollte ich euch einmal zeigen, wie der ganze Aufbau im Detail aussieht. Hier sieht man jetzt das Gaspedal und die Bremse, wie bei einem Automatikfahrzeug auch. Ich kann natürlich jetzt mit meinen Füßen ganz normal Gas geben und die Bremse betätigen. Wenn ich aber jetzt keine Füße hätte oder meine Füße nicht benutzen könnte, kann ich hier an diesem Hebel ziehen und dadurch gebe ich Gas. Und das Gaspedal geht nach vorne. Sobald ich das Ganze loslasse, geht er wieder mit nach hinten. Und wenn ich das Ganze nach vorne drücke, dann benutze ich die Bremse. Und beim Loslassen löse ich die Bremse wieder ganz normal. Wenn ich jetzt parken möchte, drücke ich den Knopf, schiebe den nach vorne, lasse den Bremshebel los. Das Ganze ist eingerastet und das Fahrzeug kann nicht mehr wegrollen. Und sobald das Ganze wieder nach vorne gedrückt wird und losgelassen wird, ohne den Knopf zu drücken, rastet die Feststellbremse wieder aus und ich kann das Fahrzeug wieder ganz normal bewegen. Da das ganze Fahrzeug auch eine Straßenzulassung besitzt und regulär auf der Straße fahren darf, war eine Voraussetzung vom TÜV, da man ja in einem normalen Pkw beide Hände am Lenkrad haben muss, dass ein Lenkrad Knauf verbaut ist. Somit kann man mit einer Hand lenken und mit der anderen Hand Gas und Bremse bedienen. Das hier war jetzt der Sonderfahrzeugbau für Leute mit einem Handicap. Und jetzt würden wir euch gerne noch mal was komplett anderes zeigen. Hier haben wir jetzt ein Beispiel für einen Sonderumbau für einen Flugplatz. Bei dem Fahrzeug haben wir eine Sonderfolierung angebracht, als Signalfarbe eine Follow-Me-Folierung. Das Fahrzeug hat aufgrund des vielen Betriebs einen großen 200 Ampere Lithium-Akku bekommen, um das Fahrzeug zwischendurch laden zu können und auch um mehr Reichweite zu haben. Zusätzlich sind hinten noch zwei 12 Volt Starterbatterien reinbekommen. Somit kann man dann auf der linken und auf der rechten Seite vom Fahrzeug jeweils 12 und 24 Volt abgreifen als Starthilfe für die Flugzeuge. Das ist ein Sonderstecker von einigen Flugzeugen, von moderneren. Da geht man dann nicht mehr mit dem normalen, mit der Klemme dran, sondern halt mit dem Stecker direkt ans Flugzeug. Na, außerdem ist halt hinten eine Follow-Me-Folierung rangekommen. Das Fahrzeug bekommt auch noch auf dem Dach ein Follow-Me-Blinkschild, was dann den Flugzeugen zeigt, bitte hinterherfahren, und werden dann dem Parkplatz zugewiesen. Außerdem haben wir Feuerlöscher verbaut. Das ist eine Vorschrift auf einem Flugplatz, 12 Kilo Feuerlöscher, falls mal was passiert, dass man da schnell löschen kann. Genau, die 12 Volt Batterien werden extern geladen. Da wurde ein Anschluss im Fahrzeuginnenraum verlegt, so dass man da ran kann und die einzelnen Batterien dann nochmal jeweils vollladen kann. Das Fahrzeug wird jetzt auf der Insel Jüst eingesetzt, um die Flugzeuge, die da täglich ankommen, in jeweiligen Parkplätzen zuzuordnen und sie auch wieder auszuweisen. So, das waren jetzt zwei von unseren Sonderumbauten. Wenn ihr da auch Interesse dran habt oder andere Ideen für andere Fahrzeuge, gerne Bescheid sagen. Wir versuchen das alles möglich zu machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.